Wird schon seinen Sinn und Zweck haben. Gehen wir mal tot hier, der scheiß Bogenschütze. Der ist aber sehr merkwürdig gestorben, hä? Oder kam mir das nur so vor? Ey, kommst gar nicht durch. Okay. Ne, dann gehen wir hier lang. Die Tür geht auch nicht auf. Okay, ich glaube, wir haben alle. Hier dürfte sonst keiner mehr sein. Nö, doch. Wo kommt ihr denn her? Ich wollte gerade wieder rausgehen. Und irgendwelche Seeräuber. Ich blute hier alles voll. Achso, ja. Danke für die Information. Oh Gott. Ich weiß nicht, es gibt ja Leute, die machen dann die Synchronsprecher für sowas, ne? Ob die das ernst nehmen können? Ich weiß nicht. So, dann gehen wir jetzt aus den Docks wieder raus. Und Unterstadt haben wir, Docks haben wir. Heißt, wir müssten nur noch Oberstadt, glaube ich. Dunkelstadt müssen wir noch und Oberstadt. Dunkelstadt. Genau, kurz zur Dunkelstadt. Ich weiß, es ist gerade ein bisschen langweilig, aber ich will die Dinger fertig machen. Weil wenn wir genug Gold kriegen, können wir dann in die tiefen Wege gehen und dann flutscht das alles ein bisschen mehr, denke ich mir. Ist es wahr, dass ihr nach einer berühmten Ritterin benannt seid? Oh, das kennen wir schon, danke. Jeder fängt immer wieder mit dem Namen an. Ich hatte noch nie von Sir Evelyn gehört. Ist sie sehr berühmt? Ach, wirklich? Man erzählt sich in Tevinter nichts von ihrem glorreichen Untergang? Zumindest nicht den Sklaven. Verzeiht, dass ich das sage, aber dafür danke ich dem Erbauer. War hier unten was? Waren hier noch Leute? Sucht jemand Stress? Aufs Maul oder so? Nee. Offenbar will hier keiner Stress. Na gut, in der Unterstadt scheint nichts los zu sein. Wir haben ja hier schon den Sklavenring zerschossen. Dann kann es ja nur noch Oberstadt sein. Oder wir gehen einfach mal in Gangen an und gucken mal. Die muss mir ja Zeug geben. Belohnungen. So, ja. Gehängter Mann. Von mir aus auch bei Nacht oder bei Tag. Geht beides. Oh, scheiß Galgenborke, ey. Ist so nicht so cool. Nee. Weil Meredith ist ziemlich arschig. Ihr seid uns noch etwas schuldig, Isabella. Nun, Lucky, ich sag euch mal was. Da die Information, die ich von euch hatte, nichts wert war, werde ich genau das bezahlen. Meine Jungs und ich werden schon auf unsere Kosten kommen, ihr Miststück. Oh, ihr armes, süßes Ding. Sagt mir, Lucky, ist es das wert, dafür zu sterben? Die Frau Sermei. Ich glaube nicht. Die Sermei, die Frau. Isabella, hey. Ihr seid neu hier, richtig? Na dann herzlich willkommen und behaltet immer schön die Ruhe. Für die Männer seid ihr nichts weiter als Brüste und Arsch und sie haben keine Hemmung, nach beidem zu grapschen. Ei, gut zu wissen. Weil wisst ihr das? Ich brauche eure Hilfe nicht. Danke für den Rat. Gerne doch. Ich bin Isabella. Früher Kapitänin Isabella. Aber ohne mein Schiff klingt dieser Titel ein wenig albern. Ihr stammt aus Ferelden, richtig? Ihr habt diesen gewissen Gesichtsausdruck. Ich war vor nicht allzu langer Zeit in Denerim. Wisst ihr, ihr könntet genau die Richtige sein, um ein kleines Problem für mich zu lösen. Was kann ich für euch tun? Ich helfe euch gerne.
Jemand aus meiner Vergangenheit belästigt mich. Also habe ich ein Duell arrangiert. Und wenn ich gewinne, lässt er mich in Ruhe. Ich bezweifle allerdings, dass er fair spielen wird. Also brauche ich jemanden, der ein Auge auf mich hat. Ich glaube, ich schaffe es, ein Auge auf euch zu haben. Darauf wette ich. Das Treffen mit Hader findet nach Einbruch der Dunkelheit in der Oberstadt statt. Wir treffen uns dort. Okay. Okay. Oh, Isabelle. Man kennt euch, Fenris. Was? Ich arbeite gerade Jevons Berichte durch. In einigen werdet ihr erwähnt. Und es gibt Anfragen. Von wem? Ich weiß nicht. Die Unterlagen sind alt und schlecht geführt. Aber ich empfehle euch ein einwandfreies Verhalten. Danke, dass ihr sie beseitigt habt. Habe ich nicht. Isabella. Derek. Also, eine Frage brennt mir auf der Seele. Was ist euch durch den Kopf gegangen, als ihr gegen diesen Oger gekämpft habt? Der Schutz meiner Familie? Ich wusste, dass ich die anderen um jeden Preis in Sicherheit bringen muss. Viele Leute reden über Edelmut und Selbstlosigkeit. Und zwar meistens in denselben Geschichten, in denen auch magische Bohnen vorkommen. Ich habe irgendwie den Verdacht, dass es mit euch nur selten langweilig wird, Honk. Nicht, dass ich davon ausgehe, die tiefen Wege würden langweilig. Möge der Stein das verhindern. Immerhin hält einen die ständige Todesgefahr wach. Warte ich schon mal dort? Wie sind die tiefen Wege so? Ich könnte euch die üblichen Geschichten erzählen. Unmengen an dunkler Brut, gefräßige Bestien, Höhleneinstürze. Ich habe mein ganzes Leben in Kirkwall verbracht. Das ist zwar meistens auch schon gefährlich genug, aber wohl kaum mit den tiefen Wegen zu vergleichen. Das hier wird also ein Abenteuer. Ja, so könnte man es wohl nennen. Großartig, dann sind wir jetzt Abenteurer. Ah, sie hat da nicht sehr begeistert bei geguckt, oder? Oh, Abenteuer, ja, wir sind jetzt also Abenteurer. Okay. Creepy. Shit. Ah, ich möchte sie gerne mal nicht mitnehmen. Ich würde gerne mitnehmen nach Varric. Varric passt schon. Ich habe mal um drei Kerlen rum, das ist schon in Ordnung. Zinderhügel oder Blinde Eifer. Machen wir Blinde Eifer. Isabella, das Schneckchen mal ein bisschen aufmuntern. Die gute Frau. Jetzt nämlich faustdick in den Ohren, aber vom Feinsten, ey. Was? Hier sucht jemand Stress. Oh, guckt euch's an! Falschen Wachen müssen dann die letzte Skriptchen sein. Ich will nichts sagen, Leute, aber ihr könnt hier gerne mit hochkommen, ja? Ach, der Endos ist bei mir, ist gut. Oh ja, ja. Nächtliche Lügen. Wegbeschreibung zur Basis der Scheinwache. Wir haben hier in der Oberstadt, bla bla und Co. Bestimmt da, wo die Leute davor standen. Ich fand das total merkwürdig. Das ist bestimmt der Ort. Oder? Bestimmt. Bestimmt. Wart's ab hier. Isabelle, du musst mal kurz warten. Ich muss hier mal kurz. Kurz ein bisschen aufräumen. Ich frag mich nur, wo die ganzen Wache ist. Das zieht man her an. Ja noch so viele, ne? Ai, ai, ai. Sich mit uns anzulegen ist Selbstmord. Bisschen. Geringfügiger Selbstmord. Wir kriegen noch mehrere Charaktere dazu, das finde ich ganz lustig. Isabella kriegen wir noch, glaube ich. Und eventuell diesen Sebastian. Hauptmann. Hallo.
Hilfe wird überbewertet. Habt ihr eine Magierin hier? Einer weniger, der uns Probleme macht. Oh, ja. Muss sagen, ich finde den zweiten Teil besser, weil du klickst einfach und die macht die übelste Combo und sieht einfach geil aus und macht Bock und... Der erste Teil war da doch etwas taktischer und unspektakulärer in dem Sinne. Haben wir's? Oh, wir haben's. Super. Können wir gleich wieder rausgehen. Oh, vielleicht hat der komische Hauptmann hier noch irgendwas. So Geld oder so. Krempel. Inventar voll. Kennen wir ja noch nicht. Ah. So ein Hals bei sowas. Inventar ist voll so das Schlimmste, was ich höre. Also ich kann ich gar nicht ab. Inventar ist voll. Ist immer, du findest irgendwas Geiles und denkst dir, ja, das nehme ich jetzt mit. Inventar ist voll. Isabella. Da seid ihr ja. Ich bin noch da. Ich bin schon seit Stunden hier. Ada ist nicht aufgetaucht. Und auch sonst niemand. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht? Das kommt direkt nach, was soll schon schiefgehen? Das ist die Hure, nach der wir suchen. Schlitzt sie auf. Okay. Ich dachte, die hab ich ausgerottet. Irgendwo nicht so, wie ich es gern gehabt hätte. Heda hat sie geschickt. Durchsucht die Leichname. Ich muss herausfinden, wo er steckt. Na, was? Ja, Isabella, hier ist aber nicht. Ach doch, jetzt hat sie was. Halt, er versteckt sich in der Kirche und schickt irgendwelche Schläger, um mich loszuwerden? Mieser Feigling. Das lasse ich ihm nicht durchgehen. Na los, komm schon. Ja, ich komm doch. Ich bin noch schon auf dem Weg. Ich weiß ja nicht, was du machst, aber ich bin schon gleich da. Naja, wir gehen weiter. Und töten noch mehr Leute. Alles gut? Gut, dann gehen wir hoch in die Kirche. Wie viele Leute wir töten, das ist schon nicht normal, oder? Und wenn dann am nächsten Morgen die ganze zerstückelte Leiche dann da so rumliegen und die Wache sich denkt, was ist denn hier schon wieder passiert? Ja, ist aber gut, dass sie im Boden verschwinden, die Leichen, das ist alles geklärt. Hübsche Kirche. Isabella, ich hätte wissen müssen, dass ihr mich hier findet. Sagt euren Männern, sie sollen nächstes Mal die Briefe verbrennen. Es hat Castillon das Herz gebrochen, als er von dem Schiffbruch gehört hat. Ihr solltet ihn wissen lassen, dass ihr noch am Leben seid. Das muss ich wohl vergessen haben. Wo ist die Reliquie? Ich habe sie verloren. Castillon wird wohl oder übel auf sie verzichten müssen. Ihr habt sie verloren? Genau wie ihr ein ganzes Schiff voller wertvoller Fracht verloren habt? Sie waren keine Frachthäder, sondern verzweifelte Leute. Diese Sklaven waren 100 Sovereigns pro Stück wert. Und ihr habt sie in die Wildnis entkommen lassen. Und jetzt ist auch noch die Reliquie verschwunden. Castillon wird nicht glücklich sein, das zu hören, das verspreche ich euch. Castillon braucht bessere Laune. Castillon ist kein besonders glücklicher Mensch, oder? Vielleicht braucht er ja eine neue Freizeitbeschäftigung. Es gibt nur einen Weg, die Sache zu klären. Diese Sprüche, Alter. Lass mal die Isabella erholen. Ja. Ja, stimmt, der geht gerne auf den Heiler, aber warte. Hündchen! Der ist tot. Schon knallt ich die halt nicht ziemlich viel aussehen.
die Leute. Ich wollte es im Gespräch klären. Vertraut mir, es ist besser so. Von Hader wird Castillon zwar nichts über mich erfahren, aber irgendwann wird er mich doch finden. Ich muss ihm einfach nur die Reliquie beschaffen. Ganz einfach. Was ist das für eine Geschichte, dass ihr Sklaven befreit habt? Ich sollte Castillons Frachtschiff eskortieren. Irgendwann habe ich dann aber ein ungutes Gefühl wegen dieses Auftrags bekommen. Ich bin an Bord des Schiffes gegangen und habe dort Sklaven vorgefunden. Es waren annähernd 200. Elfen, Menschen, sogar Kinder. Es hat mich krank gemacht. Sie hatten Castillon bezahlt, damit er sie vor der Verderbnis in Sicherheit bringt. Er hat ihr Geld genommen und sie dann in die Sklaverei verkauft. Und selbst ich begreife, dass das falsch ist. Ich kann euch helfen. Wenn euch die Reliquie Castillon vom Hals schafft, helfe ich euch, sie zu beschaffen. Ich weiß noch immer nicht, wo sie sich befindet. Aber wenn ich etwas höre, seid ihr die Erste, die davon erfährt. Wie auch immer, danke für eure Hilfe mit Hader. Ja, klar. Ich glaube, ich werde eine Weile bei euch bleiben. Vielleicht kann ich ja irgendetwas für euch tun. Ich habe ein Zimmer im Gehängten Mann, falls ihr euch später ein wenig Gesellschaft wünscht. Isabella, Mann. Reiß dich zusammen jetzt. Wir nehmen mit. Ich nehme Isabella gerne mit. Isabella ist eine coole Sau. Aber müsste ich ändern, das wäre, ne? Ne, wahrscheinlich so eher. Wahrscheinlich eher so, genau. Schläger ist in Ordnung. Isabella, ich muss dich aber jetzt erstmal mit Fähigkeiten ausstatten. Was?